Was geht ab, meine Z-Fighter, außer hier. Und in Dragon Ball Legends ist nun das Update 1.7.0 online. Dementsprechend werden wir uns alle Informationen heute ansehen. Und ihr seht es aber schon, ein neues Banner ist online mit einem neuen Super Saiyan Broly, das wir uns auch gleich näher betrachten. Deswegen würde ich sagen, verlieren wir nicht viel Zeit und legen direkt los. Let's go, was hat sich zum Update geändert? Und zwar folgendes, beziehungsweise haben wir das schon im letzten Video abgecheckt, beziehungsweise im Video dazu, als wir wussten, dass da ein Update kommt. Kapitel 7 ist nun online, von der Story heißt ja, mein Kapitel hinzubekommen. Und zwar steht hier dann, die Bedingung für das Regenerieren der Key-Energie und der Aufladebar beim Ziehen von Karten wurde angepasst, also ein paar Anpassungen von Ingame-Karten etc. Während der Tippattacken, Tippschüsse und der Boost-Bewegungen finden keine Selbstregeneration und kein automatisches Ziehen der Karten mehr statt. Alles klar. Die Entscheidung über Sieg oder Niederlage bei Verbindungsabbruch bei Online-Kämpfen wurde geändert. Das ist jetzt sehr, sehr gut. Nämlich ist es jetzt so, wenn jemand einen Disconnect hat, war es bis jetzt immer so, dass es ein Unentschieden ist. Jetzt sollte es so sein, steht auch dran, beziehungsweise steht es hier nicht ganz genau dran, aber das ist die Änderung eben, dass der Disconnected hat, verliert. Also wenn ich im PvP-Kampf bin, dann mein Gegner tut sich Disconnecten, hat einen Disconnect, dann gewinne ich. Genau. Folgende Details zum PvP, beziehungsweise, folgende Fehler wurden behoben, ja. Es gab eine Zwangsbeendigung, also die App ist gecrashed, wenn man sich mit Game Center verbinden wollte, wurde behoben. Update-Datum der App wird gelegentlich nicht korrekt angezeigt, wurde auch behoben. Bezüglich PvP Matchmakings gibt es gelegentlich Verbindungsprobleme, das mit dem Disconnect etc. Der Anzeigefehler, dass der Erhöhungswert vom speziell angeschauten der Ausrüstungseffekte höher als dessen Beschreibung angezeigt wurde, wurde entsprechend korrigiert. Alles klar, vielen Dank. Beschreibung der Siegfähigkeit von Krillin, Basis-Fernverteidigung Element Grün wurde korrigiert auf Element Lila. Okay, das war auch ein Fehler. Der Effekt hat durchaus auf Element Lila gewirkt. Okay, war aber ein Fehler. Okay, wusste ich an der Stelle auch nicht. Und dann gab es natürlich noch weitere Fehlerbehebungen. Behebungen und so weiter und so fort. Anyways, genau. Dann gab es noch eine, beziehungsweise gibt es noch eine Problemprüfung. Und zwar Verbindungsabbrüche gegenüber Gegner in PvP-Kämpfen. Das ist ihnen bewusst, ist ein bekanntes Problem. Also gibt es da immer noch ein bisschen Probleme im PvP. Wird hoffentlich auch die nächste Zeit dann behoben. Also das Problem ist jetzt ihnen auf jeden Fall bekannt. Dann gab es noch ein Problem, wahrscheinlich haben das nicht viele mitbekommen, nämlich im asiatischen Zeitraum war es so, dass zu bestimmten Zeiten manche Spieler aus einem Multisummon 10-mal den gleichen Charakter bekommen hat. Oder bekommen haben. Ihr habt es vielleicht gesehen auf Twitter, da hat einer 10-mal Sparking Vegeta gezogen, das war ein Bug. Hier sind die Zeiten drauf, im asiatischen Zeitraum hat es die Nutzer betroffen, davon wurden 3701 Nutzer betroffen. Wie gehen die da vor? Beispielsweise jetzt, wenn ich das Beispiel nehme mit Sparking Vegeta, der hat den Multi 10-mal Sparking Vegeta und die gehen jetzt so vor, folgendermaßen vor. Die User, die betroffen wurden. In dem Fall darf er 1 Sparking Vegeta behalten, alle 9 werden zurückgenommen. Er bekommt aber pro Unit, bei denen das aufgetreten ist, der doppelt aufgetreten ist, 100 Siegkraft plus 500 weitere. Genau, nicht Siegkraft, sorry, Zeitkristalle hier, boom, Zeitkristalle. 100 Zeitkristalle und dann noch weitere 500, also 600 Zeitkristalle pro Charakter, bei denen es aufgetreten ist in dem Multisum, wenn er doppelt gekommen ist. Genau, war ein Bug, also jetzt überleg mal, 10 mal Sparking Vegeta, GG. Werden jetzt aber leider zurückgenommen quasi, weil es ein Bug war. Sie werden aber entschädigt für pro Charakter dann 600, in dem Fall 9 mal 600 Zeitkristalle. Kann man auf jeden Fall mitnehmen, warum nicht? Aber im Endeffekt sind es keine 10 Sparking Vegetas, war ein Bug, muss man hinnehmen. Was soll's. Anyways, dann haben wir das Scout-Kampf von Son Gohan. Online ist ähnlich wie das von Krillin oder Chaozu, was die Tage online war. Heißt, ihr könnt ihr Siegkräfte sammeln, beziehungsweise von Krillin, weiß gar nicht, ob er von Krillin 1 online war. Von Tenshinhan war man als online und von Chaozu. Anyways, ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt jedenfalls hier dann Siegkräfte von dem Gohan farmen, von dem Hero Gohan, Son Gohan, und ihn da quasi aufwerten. Aber hier haben wir Legends Rising, legendärer Super Saiyan Sparking Broly Beschwörung. Es ist ein Banner. Und zwar ist Broly quasi der Hauptcharakter, wir werden uns das Banner gleich genauer, detaillierter ansehen, welche Charaktere denn drin sind. Zuvor schauen wir uns mal Broly an. Das ist nicht der Broly, den ihr kennt aus den Ingame-Daten, das habe ich euch gesagt. Denn den Broly, den wir kannten, was ich euch letztens gezeigt im Video, das war der Broly, der Boss vom Tutorial. War vom Element Schwarz, dieser Broly ist ein anderer. Ja, deswegen meinte ich, das sind, wir wissen nicht, ob diese Tutorial-Charaktere irgendwann ins Spiel kommen werden. Könnte sein, aber jetzt wissen wir, okay, es ist ein neuer Broly, also behaltet das im Hinterkopf. Dieser Broly, Sparking Broly, ist vom Element Blau, ist ein Schlagangriffstyp, Spezialattacke ist Blasterknall. Fügt Feind enormen Explosionsschaden zu, Gegner erleidet 15% mehr Schaden von Schlagangriffen, alles klar. Führt bei Treffer mit Chance von 30% zu Ohnmacht. Okay, zu 30% zu Ohnmacht, während, also, na, krass, durch die Ulti dann hat er eine 30%ige Chance,
den Gegner ohnmächtig zu bomben. Okay, typisch Broly-like. Deine Hauptfähigkeit ist, by the way, Spezialattacke ist in dem Fall seine Ulti, wenn ich das so sagen darf. Hauptfähigkeit ist, wenn ihr auf den Charakter im Kampf selbst klickt, auf sein Profil, wenn die Leiste sich füllt, ist es quasi so eine Special Ability, die er im Kampf benutzen kann, heißt Hauptfähigkeit. Dich mache ich fertig. Als nächster finale Angriff Künstlerkarte, okay. Riesenmeteor ziehen, okay. Er zieht dann Riesenmeteor, ähnlich wie der Sparking Goku, die kennen, wenn ihr seine Ability aktiviert, seine Hauptfähigkeit, dann bekommt ihr eine Ulti. In dem Fall ist, glaube ich, Drachenfaust oder so, heißt die Karte, glaube ich. Anyways, finale Attacke, okay, Riesenmeteor fügt Feind enormen Explosionsschaden zu, Superattacke ist in dem Fall die grüne Karte, die einsammelt. Ki-Regeneration 15% ab, bei Treffer wird Gegner ausgetauscht, okay, baut ihr den Gegner auch noch zur Seite. Seine Siegfähigkeit ist, natürlich Siegfähigkeit 3, wenn es voll ausgebaut ist, beziehungsweise ist hier gelistet Siegfähigkeit 3, im Kampf Episode Kinoversion Saga, okay, der Kinoversion Saga Charakteren gibt er eine Basis-Fanverteidigung von 22% ab, alles klar. Einzigartige Fähigkeit, Ki-Regeneration down. Immer bei Betreten des Kampfes wird für den Gegner die Ki-Regeneration um 15% verringert für 15 Sekunden. Also Zeiteinheiten sind quasi Sekunden. Okay, nicht schlecht. Dann, wenn er gegen Goku, Kamason Goku, wenn er gegen Goku kämpft, bei Konfrontation mit gegnerischem Charakter, Son Goku eigener Schlagschaden 20% hoch. Für 15 Sekunden, also der wird's wissen. Krass. Genau, so viel zum Sparking Broly. Der neue Krillin kam zu Extreme Krillin, könnt ihr gerne euch ansehen, was er da drauf hat. PyCorn Hero und Pan Hero kam ebenfalls dazu. So, jetzt, meine Freunde. Jetzt schauen wir uns mal das Banner an. Summon werde ich jetzt nicht, aber ich werde im heutigen Stream summon. Ihr könnt das im Streamplan entnehmen. Heute ab 18 Uhr gehen wir online. Da steht dran Dragon Ball Legends / Dokkan. Also wir werden im ersten Part auf jeden Fall mal bei Broly summonen. Und dann switchen wir mal rüber zu Dokkan. Machen das ganz spontan. Aber im heutigen Stream, schreibt euch auf, schaltet ein, wenn ihr Bock habt. Heutigen Stream ab 18 Uhr summon für Broly. Wir haben hier 3 Multisummen und den kostenlosen Daily. So sieht das Banner zu Broly aus. Noch 19 Tage ist das Ganze online. Da steht Legends Rising Banner. Ich habe das so verstanden, dass man das vergleichen kann mit einem Dokkan-Fest-Banner, wie in Dokkan. Also, was soll das heißen? Heißt, ich denke, Broly wird nur in so Legends Rising Banner sein und nicht dann in jedem anderen Banner. So, als Beispiel, wenn wir uns die Siegkraftliste ansehen, dann sehen wir die Kraftliste. Hier sind auch Sparking Vegeta dabei, Sparking Goku, Sparking PyCorn und Sparking Pan. Also, die Charaktere. Pan, PyCorn, Goku und Vegeta sind in dem Fall keine Legends Rising Charaktere, keine Dokkan Fest Charaktere, Broly schon. Heißt, Broly wird nur in so Legends Rising Bannern wahrscheinlich online sein. So habe ich es verstanden. Müssen wir in der Zukunft noch abwarten, ob das so sein wird. Genau, aber ihr habt es hier. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Sparking Units darunter. Broly jeder 1% Drop Rate. Ansonsten haben wir noch quasi, könnt ihr euch gerne die Charakterliste ansehen, was da noch so enthalten ist. Ja, Broly. Brolys Animation sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Und zwar, wenn wir mal wichtige Charaktere anklicken, Scout sozusagen. Animation kann ich wahrscheinlich hier nicht zeigen. Dafür müssen wir ihn ziehen. Aber so sieht Broly aus. Es ist schon heftig. Ich hätte ihn auf jeden Fall gerne. Wenn wir uns kurz die Details ansehen, haben wir im Endeffekt schon richtig gut angeguckt. Beziehungsweise können wir da ein bisschen noch mehr rausnehmen. Nämlich Episode Kinoversion Saga. Geschlecht männlich, okay, bla bla. Charakterzüge Saiyajin, Super Saiyajin, ganz wichtig. Und die Abilities und so weiter und so fort haben wir uns angesehen. Genau. So, noch eine Sache. Und zwar, erstmal diejenigen, die Sum werden, wünsche ich auf jeden Fall viel Glück. Das Ganze ist 19 Tage online. Natürlich haben wir da jeden Tag unseren Daily-Discount. Müsst ihr auf jeden Fall euer Glück probieren, ob ihr ihn ziehen wollt oder nicht. Aber es werden noch andere Banner kommen. Und zwar erfolgt das aus Leaks. Shoutout erstmal an Dragon Ball Legends Reddit. Checkt die aus und an legends.dbz-space. Nämlich, dort sehen wir schon Informationen zu kommenden Bannern. Ich habe bis jetzt die Zeiten nicht. Ich weiß nicht, wann diese Banner kommen, aber das sind anstehende Banner. Imperial Advent Summon. Und zwar kommt das Ganze online, beziehungsweise es kommt online, ich weiß noch nicht wann. Aber wie wird das Ganze aussehen? Und zwar in diesem Summon werden wir haben die neuen Units, die wir uns angesehen haben, in dem Video dazu. Sparking Gohan, Sparking Freezer, Sparking Ginyu und Piccolo und PyCorn werden auch in dem Banner sein als Sparking Units. Ich hole mal die Sparking Units raus. Wir sehen, die anderen neuen Units sind auf jeden Fall auch dabei. Das ist dann so ein normaler Banner, wird er sein. Wir sehen auf jeden Fall, wir können dann jeden Tag unser Daily Single Sum raushauen für 20 Kosten. Dann normaler Single Sum kostet 100 Zeitkristalle und Multisum 1000 Zeitkristalle. Wird so ein normaler Banner sein. Wie gesagt, ich weiß, wann das online kommen wird. Wird aber noch online kommen, damit ihr es im Hinterkopf behält, falls ihr dann ein oder Charakter wollt. Dann wird aber noch ein spezieller Banner online kommen, nämlich limitiert auf 3 Mal. Wir können hier 3 Mal summonen. Hier steht dran, das kostet dann 100
Zeitkristalle, also gehe ich davon aus, dass man 3 Single-Summen raushauen kann. Ich denke nicht, dass man für jeweils 100 Zeitkristalle einen Multi raushauen wird. Nee, ich denke, das sind 3 Single-Summen. Was ist dann hier quasi unser Vorteil? Da gibt es dann quasi noch Free Seelenfragmente dazu. Seelenfragmente für die Charaktere, die man zieht. Finde ich cool, dreimal kann man das machen. Vielleicht droppt er irgendwas für 100, für einen Single-Sum, so dreimal einen Single-Sum bei so einem Special-Banner. Limitiert auf 3, ja, 3 Puls. In dem Banner sind dann Super Saiyan Goku, PyCon als Sparking Unit, Genki Damago und Freezer. Wie gesagt, da gibt es dann Free, beziehungsweise zu dem Charakter gibt es dann Seelenkristalle dazu, Free bei. Und zwar gibt es dann diesen Banner noch, jeden Tag kostenlos. Jeden Tag kostenlos kann man dann in diesem Banner ein Campaign summon. Ich weiß wirklich nicht, ich habe die Uhrzeiten gerade momentan nicht. Ich weiß, wann diese Banner online kommen werden. Ob sie jetzt noch die Tage kommen oder nach Broly oder zu einer bestimmten Kampagne. Steht ja dran, Free Campaign summon. Jedenfalls kann man dann in dem Banner, ist derselbe Banner mit den Sparking Units, jeden Tag einen kostenlosen Sing-Sum raushauen. Wer weiß, kostenlosen Sing-Sum, vielleicht glaubt er was. Finde ich auf jeden Fall cool. Anyways, Leute, so viel zu den neuesten Informationen zu Update 1.7.0. Brokkoli ist mit am Start, wie gesagt, neue Kapitel, PvP-Bugs, Fixes und so weiter und so fort. Wir haben die ganz viele Hebungen angesehen. Viel Erfolg beim Broly-Sum, wenn ihr das habt, auf jeden Fall, behaltet im Hinterkopf. Andere Banner kommen noch hinzu. Wir haben die gesehen, ich weiß jedoch leider nicht, wann sie hinzukommen. Welches war ich, lasst euch auf jeden Fall wissen. Checkt auf jeden Fall meine Social-Media-Kanäle ab, alle Links in der Beschreibung. Sei es Instagram, Twitter, Discord, mein Server. Dann gehen wir heute auf jeden Fall noch online ab 18 Uhr. Wäre cool, wenn ihr reinschaltet. Wir werden auf jeden Fall erstmal summon, 3 Multi-Sum. Und dann werden wir es spontan machen, Legends Token ein bisschen abwechseln. Bis dahin, hoffe und wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Macht's gut, peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.